Der nächste Referent der Value Holdings AG aus Gersthofen bei Augsburg. Gersthofen wird zum Hotspot der Maxess-Unternehmen, denn wir haben morgen ja auch die International School Augsburg, die auch in Gersthofen sitzt. Freuen wir uns schon drauf. Thema Bildung war ja auch gerade erwähnt. Aber jetzt erst einmal zur Value Holdings. Das Unternehmen aus der Value Holdings Gruppe ist ein Asset Manager mit Fokus auf börsennotierte Small- und Mid-Caps. Auch ein DAX-Wert wird nicht unbedingt verschmäht. Ausgewählt werden die Zielunternehmen nach dem Value Investment Ansatz und deswegen handelt es sich eher um Unternehmen der sogenannten Old Economy und eben auch noch börsennotiert. Also im Prinzip so das Gegenmodell zu dem, was uns der Herr Wild gerade vorgestellt hat. Darum sind wir sehr gespannt, wie dieses Unternehmen mit Corona, der Pandemie, den Lockdowns und allen weiteren zurechtgekommen sind. Die Gesellschaft hat auch noch ein zweites Standbein, nämlich sie erstellt Analysen und gibt Anlageempfehlungen. Jetzt aber haben wir den Gründervorstand Georg Geiger bei uns, der die Value Holdings und die Zahlen der Vergangenheit und den Ausblick in die Zukunft vielleicht auch uns präsentieren wird. Georg, bitte, du hast das Wort. Ja, hallo, guten Morgen auch an alle Teilnehmer. Danke voraus an die Börse München, dass sie die Konferenz wieder organisiert hat und ich die Möglichkeit habe, Value Holdings vorzustellen. Ja, wir haben vorhin gehört von Old Economy und Gegenentwurf. Das sind Dinge, die man ein bisschen, glaube ich, zurechtdrücken muss. Wir investieren nicht nur in Old Economy. Bei uns sind tatsächlich börsennotierte Beteiligungen die Regel, aber es gibt auch Ausnahmen. Auch da habe ich zwei Firmen im Portfolio als Beispiele mitgebracht. Aber ich würde sagen, starten wir gleich mal. Dann haben wir am Ende oder zwischendurch auch noch die Zeit für Fragen. Heute mag ich insbesondere denen, die das erste Mal jetzt über Value Holdings sich informieren, das Geschäftsmodell noch mal kurz erläutern. Ich habe die Zahlen aus dem Geschäftsjahr 2020 mitgebracht. Geben natürlich einen Einblick ins Portfolio. Wir haben auch schon die Halbjahreszahlen gestern den Halbjahresbericht 2021 veröffentlicht. Gebe Ihnen dann noch einen Ausblick bis zum Ende des Geschäftsjahres. Und ich denke, ich habe auch ein paar ganz gute Gründe mitgebracht, warum Sie bei Value Holdings investieren sollten. Kommen wir als erstes zum Geschäftsmodell. Wenn wir heute Fachkonferenz Beteiligungsgesellschaften haben, ist klar, dass wir ein Beteiligungsportfolio haben, in das wir direkt investiert haben, wo wir regelmäßige Dividendenerträge vereinnahmen. Und wir verkaufen ja auch regelmäßig, wenn Kursziele, wenn faire Values erreicht sind. Und daraus wollen wir eben Kursgewinne realisieren. Zusätzlich bieten wir dieses Know-how, das wir da über die letzten fast 30 Jahre aufgebaut haben, auch im Rahmen von Dienstleistungen an, nämlich an Vermögensverwaltungen, an KVGs. Wir beraten zwei Publikumsfonds und erzielen eben über die Einnahmen aus dem Portfolio hinaus auch noch Dienstleistungserträge. Und die Dienstleistungserträge erreichen eine Höhe, wo die Kosten der AG manchmal vollständig, manchmal nahezu gedeckt sind. Das hat dann den Vorteil für die Aktionäre, und ich bin ja selber Gründer und größter Aktionär, also kommt auch mir zugute, dass nämlich die Erträge aus dem Portfolio fast eins zu eins den Aktionären zugute kommen. Wie sieht unser Investmentprozess aus? Wir haben uns in den letzten Jahren fast alle der 5.500 börsennotierten Unternehmen in Europa mal angeschaut. Die Value Holdings AG selber investiert nur in Deutschland, aber unsere Tochtergesellschaft Value Holdings International hat eben auch europäische Investments. Wir sortieren da in einem ersten Schritt Branchen aus, von denen wir nicht überzeugt sind oder die wir nicht bewerten können, wie Banken, Versicherungen, Versorger, Immobilien und so weiter. Danach machen wir dann eine Vorauswahl hinsichtlich Profitabilität, Bilanzqualität. Wir wollen ja in die ertragsstarken Firmen mit gesunder Bilanz investieren. Da kommen die eben raus, die hoch verschuldet sind, die regelmäßig keine Gewinne erzielen oder die schlicht und einfach von der Bewertung her zu teuer sind.
Und im nächsten Schritt gehen wir dann etwas tiefer in die Analyse und schauen uns die Geschäftsmodelle dieser Firmen an. Wir wollen verstehen, wo die Treiber sind für die Firma, wie sie positioniert sind, womit sie tatsächlich Geld verdienen. Sind die Produkte so gut im Markt, dass sie einen wirtschaftlichen Burggraben haben und nicht sich ständig hoher Konkurrenz wehren müssen? Wenn das der Fall ist, dann sind es eben oft auch Marktführer, die dann auch Preissetzungsmacht haben. Und das hat natürlich den Vorteil, dass man in so einem Umfeld gute Margen erzielen kann. Nach diesen Vorarbeiten bleiben bei uns meistens so circa 250 Werte übrig, die dann in unser engeres Value-Universum kommen. Das sind, wie vorhin angesprochen, tatsächlich oft Firmen aus der Old Economy. Wenn man so an die ganze industrielle Produktion denkt, inklusive Fahrzeuge, Zulieferer oder auch Bau, Baustoffe, Chemie. Es sind aber auch, neuere Geschäftsmodelle im Bereich der Technologie, IT, Gesundheit, Elektronik, die wir uns anschauen. Und man findet tatsächlich auch in diesen Branchen immer wieder Unternehmen, die man mit ganz vernünftigen Multiplikatoren und mit Margin of Safety kaufen kann. Die Kernkompetenz der Value Holdings AG, denke ich, liegt in der Unternehmensbewertung. Wir bestimmen also für jede Firma aus diesem 250er-Universum einen fairen, einen subjektiven Preis natürlich, den wir für angemessen halten für dieses Unternehmen. Das machen wir nach einem eigenen Multiplikatorenmodell. Das greift auch auf eine eigene Unternehmensdatenbank zurück, die wir aufgebaut haben. Und da gehen vor allem Kennzahlen ein, klar, typisch für einen Value Investor, KGV, KPV, aber das darf eben nicht alles sein. Wir schauen uns die Cashflows an, das Kurs-Cashflow-Verhältnis ist sehr wichtig, die Kapitalrenditen, auch die Dividendenrendite. Wer gute Cashflows erzielt, kann auch Ausschüttungen tätigen. Und wenn man gerade an Firmen im Bereich Technologie, IT denkt, da ist natürlich die als entscheidende Kennzahl Enterprise Value zu EBITDA. Das fließt auch in unser Modell mit ein. Ja, ins Portfolio kommt eine Aktie tatsächlich nur dann, wenn der Börsenkurs maximal 70% des inneren Wertes beträgt, den wir ermittelt haben. 70%, das heißt Margin of Safety, 30%, wenn die Märkte dann wieder vernünftig bewerten, bringt das alleine schon durch die Unterbewertung, die wir hatten im Kaufzeitpunkt, ein Potenzial von fast 50%, wenn es das Ganze wieder aufholt zum inneren Wert. Und dann sollte natürlich noch Unternehmenswachstum, Steigerung der Profitabilität hinzukommen, was dann unser Potenzial mit diesem Investment weiter erhöht. Wenn man unsere europäischen Portfolios anschaut, dann haben wir da meistens so irgendwie zwischen 30 und 40 Aktien drin. Und in den deutschen Portfolios sind es zwischen 20 und 30 Aktien. Also Sie sehen, sehr konzentriert, wie wir investieren. Ja, dann kommen wir auch schon zu den Geschäftszahlen 2020. Wie hat sich das bei uns ausgewirkt? Die Bilanz habe ich mir dieses Jahr erspart, denn die ist relativ langweilig. Die besteht auf der Passivseite zu 97% aus Eigenkapital und auf der Aktivseite sind 95% der Bilanzsumme in unsere Wertpapiere und Beteiligungen investiert. Ja, da gibt es sonst nichts Spannendes zu erzählen. Ich denke, interessanter ist dann tatsächlich, was sich in der Gewinn- und Verlustrechnung abgespielt hat. Wenn man da auf die Jahre 2019 und 2020 schauen, das sind unsere Corona-Jahre. Und zwar in 2019 sehen Sie es an den Abschreibungen. Wir haben die Bilanz 2019 aufgestellt Ende März 2020, also zu den tiefsten Corona-Kursen. Und da haben wir natürlich heftiger auf die Jahresschlusskurse abgeschrieben als vielleicht in den Jahren vorher, auch wenn dauernde Wertminderungen vielleicht nicht anzunehmen waren, haben wir da ziemlich aggressiv abgeschrieben. Und darum sieht man es nach 120.000 Euro im Jahr davor sind es eben 317.000 Euro geworden. 2020 schlägt Corona wieder ins Kontor. Hier allerdings insbesondere bei den Dividendenerträgen. Da mögen Sie jetzt sagen, 329.000 Euro ist doch gar nicht schlecht, sind plus 6.000 Euro weniger als im Jahr vorher. Ja, aber wir hatten da eigentlich eher mit Dividenden und Beteiligungserträgen in Richtung 400.000 Euro gerechnet, auf Basis des Portfolios, wie sich das im ersten Quartal letztes Jahr zusammengesetzt hat. Aber Sie kennen das natürlich von vielen Firmen,
Die haben während Corona dann ihre Dividende eben heftig zusammengestrichen oder total ausfallen lassen. Also aus unserem Portfolio drei Beispiele. Hugo Boss wollte eigentlich 2,65 Euro bezahlen und hat dann beschlossen, gesetzliche Mindestdividende 4 Cent auszuzahlen. Das hat natürlich viel Geld gekostet. Oder Takt wollte ursprünglich noch einen Bonus bezahlen, hat dann null ausgeschüttet. Und auch ein Heidelberg Zement hat die Dividende deutlich gekürzt. Da fehlen uns so ca. 70.000 Euro im letzten Jahr, das man natürlich im Ergebnis spürt. Aber trotzdem, wenn wir dann nach unten gucken, wir haben trotz Corona im Jahr 2019 knapp 300.000 Euro verdient und wir haben im Jahr 2020 gut 300.000 Euro verdient. Also ich denke, man kann, wenn man die Umstände betrachtet, doch einigermaßen zufrieden sein. Oh, ich glaube, jetzt bin ich ein bisschen arg weit gesprungen. Gehen wir nochmal zurück und arbeiten uns vor. Entschuldigung dafür. Da wollte ich hinkommen. Unser Ziel ist es, eine Eigenkapitalrendite von 10% im langjährigen Durchschnitt zu erreichen. Und wenn man da jetzt anguckt, die letzten 10 Jahre, das klappt auch ganz gut. Wenn auch die einzelnen Jahre natürlich durch das Geschäftsmodell bedingt ganz heftig schwanken können. Also die letzten beiden Jahre war dann eine 3 vor dem Komma. Auch Jahre wie 2014 oder 2016, wo man entweder mal eine größere Abschreibung drin hat oder wo eben die meisten Beteiligungen noch nicht die Exit-Reife, also noch nicht den Fair Value erreicht haben und deshalb weniger realisiert wird, da ist es mal deutlich drunter. Aber es gibt dann eben auch Jahre, wo viele Beteiligungen gleichzeitig die Kursziele erreichen, wo man dann viel realisiert, wie in 2012 oder in 2013 und auch 2017 war ein ganz, ganz vernünftiges Jahr. Also 10 im Schnitt, die einzelnen Jahre können heftig abweichen. Und das Ganze drückt sich dann natürlich auch im NRV aus. Da haben wir hier über einen kürzeren Zeitraum 8,1%, auch unter Schwankungen natürlich, aber deutlich über dem DAX. Wenn man den DAX hier Durchschnitt bildet, sind wir irgendwo um die 5%. Also diese Outperformance können wir tatsächlich auch auf die längere Sicht regelmäßig zeigen. So, und jetzt gucken wir mal ins Portfolio. In 2020 zum Jahresende sind das die wichtigsten Sektoren, die Sie hier finden. Da ist, wie gesagt, Old Economy dabei mit Industrie, mit Fahrzeuge oder mit Bau, mit Baustoffe oder Chemie, Rohstoffe, ja. Aber Technologie, IT-Service mit fast 30%, doch der wichtigste Anteil. Gesundheit dabei, Handel, auch Online-Handel. Also ich denke doch ein sehr ausgewogenes und nicht nur auf Old Economy konzentriertes Portfolio. Ein paar Beispiele daraus. Technologie, gerade eben gehört, die größte Branche. Da sind dann Unternehmen dabei, wie zum Beispiel unsere CapCut Systems. Eine Ausnahme, weil nicht börsennotiert. Wir haben die Mehrheit an diesem Unternehmen. Das ist ein IT-Systemhaus mit Sitz in Ismaning bei Münden. Typischer Mittelständler. Sehr ertragstark, sehr kontinuierlich wachsendes Geschäft, hoher Anteil an wiederkehrenden Umsätzen. Die können natürlich auch regelmäßig Dividenden zahlen, kriegen da jedes Jahr irgendwie eine Ausschüttung, die dann bezogen auf unseren Buchwert im Bereich 7-8% liegt. Die Firma ist nicht nur ertragstark, sondern auch Cashflow stark, weil kein großer Investitionsbedarf ansteht. Das heißt, die haben hohe Free Cashflows. Das Bankkonto ist eigentlich immer zu hoch, das Guthaben ist zu hoch, muss man vielleicht betonen. Und deshalb machen die letzten Jahre auch regelmäßig Aktienrückkäufe, wo uns dann nochmal Kapital zufließt. In 2020 haben wir das nicht gemacht. Da haben wir wegen Corona, wegen der Unsicherheit das Pulver zusammengehalten. Aber letzte Woche war wieder Hauptversammlung. Wir haben wieder einen Aktienrückkauf beschlossen. Und wenn man dann Dividenden nimmt plus die Zuflüsse aus den Rückkäufen, dann bringt uns das einen Cashflow-Zufluss von 25-30% pro Jahr. Also eine sehr ertragsstarke Beteiligung für uns. Als nächstes dann im Technologiebereich QBeyond. Viele von Ihnen kennen es vielleicht noch als QSC. Die haben dann ihr Telekommunikationsgeschäft verkauft und sind jetzt praktisch der Digitalisierer des Mittelstandes. Insbesondere so mit den Schwerpunkten SAP, Cloud, Internet of Things, haben eine sehr starke Bilanz natürlich durch den Cashzufluss von über 200 Millionen, haben keine Schulden,
sind noch nicht profitabel, muss man dazu sagen. Aber die einzelnen Geschäftsbereiche, die sie haben, kommen in die Profitabilität, verdienen jetzt mittlerweile nahezu die Overhead-Kosten rein, machen ein schönes Wachstum und sind eben genau in den Zukunftsthemen aufgestellt, die den Mittelstand hinsichtlich IT in Zukunft bewegt. CapCut ist übrigens Kunde im Cloud-Bereich von QBeyond. CapCut hat sich eingemietet im QBeyond-Rechenzentrum in München an der Balanstraße. Und das ist auch ein ganz großer Vorteil, gerade für mittelständische Kunden. Die wollen nicht alle in die Public Cloud. Da wissen sie nicht, sind ihre Daten in Amerika, sind sie in Pakistan, in Indien oder irgendwo und wer zapft die alle an? Dieses Rechenzentrum steht an der Balanstraße. Da nimmt der CapCut-Vorstand öfters auch mal Kunden mit, zeigt denen, wo die Rechner stehen. Und da ist das ist ein gutes Argument im Vertrieb auch der CapCut. Ja, und als drittes Beispiel habe ich hier mitgebracht, die Sorvec. Das ist ein Sensorhersteller, sind wir auch schon lange beteiligt. Die Sorvec-Sensoren werden insbesondere in der Industrieautomation eingesetzt. Vor 2 Jahren haben sie noch ein Softwarehaus dazu gekauft und können jetzt eben auch IoT-fähige Sensoren anbieten, die dann mit eigener Software direkt mit den Maschinen des Kunden kommunizieren. Also ich glaube, von der Aufstellung her sind wir da wirklich sehr gut dabei, was die künftigen IT-Trends anbelangt. Gut, dann kommen wir zum Bereich Industrie. Ihr seid in Automobilwerteindustrie investiert, höre ich hin und wieder. Ja, wir haben BMW, das ist der einzige Autowert, der drin ist. Läuft sehr gut. Und wenn man jetzt anschaut, die Zulassungszahlen der E-Mobilität, also ich glaube, für Tesla werden die Zeiten rauer. BMW hat Angebote, der Daimler hat Angebote, da werden die deutschen Hersteller doch sehr viel aufholen. Ja, aber Industrie, Old Economy, das ist eben nicht nur Automobil, das ist auch Deutz zum Beispiel. Und Deutz adressiert eben den Offroad-Bereich, insbesondere Baumaschinen, landwirtschaftliche Geräte, Flurförderzeuge, Hebebühne und dieses ganze Thema. Also ganz andere Faktoren, die da zum Erfolg beitragen. Außerdem sind die sehr, sehr stark mit dem neuen Joint Venture in China, haben da gigantisches Wachstumspotenzial. Also da haben wir auch sehr günstige Kurse nutzen können vor gut 2 Jahren sowas. Das Investment, glaube ich, hat eine gute Zukunft. SAF Holland, Achsen insbesondere für LKW-Anhänger, also nochmal ein anderes Thema. Da geht es dann darum, was wird transportiert auf der Straße? Brummt die Industrie? Ist die Logistik? Sind die Speditionen ausgelastet? Und das sind sie tatsächlich, das kann man ja dann auch immer wieder ablesen, an den Mautkilometern, die gefahren werden. Das ist Logistik, wissen Sie, brummt, da gibt es eher zu geringe Kapazitäten. Tolles Geschäftsmodell, profitiert vom Wirtschaftsaufschwung jetzt nach Corona. Also auch wenn das ein Old Economy Unternehmen ist, sind wir da trotzdem gerne dabei. Nochmal ein paar weitere Beispiele, vielleicht ganz kurz aus dem Konsumhandelsbereich, die Havesco. Havesco hat 3 Unternehmensbereiche, einmal natürlich Einzelhandel mit den Schacks Weindepots, dann das B2B-Geschäft, da haben sie natürlich gelitten, Horeca, Lebensmitteleinzelhandel sind so die Zielgruppen und wenn die Gastronomie, Hotels und Caterer zu haben, geht da wenig und sie haben ein starkes Online-Geschäft, das war in der Vergangenheit immer je ein Drittel ungefähr vom Umsatz. Online brummt natürlich, ist gigantisch, auch Einzelhandel legt zu, während B2B verloren hat, jetzt macht Online-Geschäft, geht in Richtung 50% der Umsätze. Also es ist noch nicht eine reine Weinplattform, aber geht in Richtung Plattformgeschäft. Und bei den anderen Firmen, die kennen Sie alle, Sto profitiert natürlich vom Green Deal. CO2-Werte, Zielwerte sind nur erreichbar, wenn Gebäude gedämmt werden. Evonik ist meines Erachtens unter den börsennotierten Chemieunternehmen in Deutschland der mit dem höchsten Spezialisierungsgrad, mit den besten Margen. Fresenius, klasse Unternehmen seit Jahren, hat natürlich letztes Jahr gelitten. Der Kurs ist heftig unter Druck gekommen, weil zum Beispiel bei Helios Kliniken Operationen, die geplant waren, nicht mehr durchgeführt wurden. Da haben sie dann Betten freihalten müssen für Covid-Patienten. Natürlich haben sie da Entschädigung gekriegt, aber das ist halt weniger, wie wenn man operiert. Und dann auch bei der Tochter Kabi, die eben Medizinprodukte herstellt, genau für OPs. Der Umsatz natürlich auch zurückgegangen. Wenn nicht operiert wird, braucht man die Medikamente dafür nicht.
Die haben 27 Mal in Folge die Dividende erhöht, verdienen immer noch gutes Geld und die werden weitermachen mit ihrem erfolgreichen Weg. Also ich glaube, das war eine gute Gelegenheit, diesen Kursrutsch nach unten für ein Investment zu nutzen. Fresenius war in der Vergangenheit immer zu teuer nach unseren Bewertungsfaktoren. Durch diesen Kursrutsch konnte man da tatsächlich mit Margin of Safety einsteigen. Ja, das waren ein paar Einblicke ins Portfolio, nochmal genauer aufgeschlüsselt auf Einzelwertbasis zum 30.06. Die wichtigsten haben wir angesprochen mit CapCut, Stuhl, Evonik, Deutz und so weiter. Neu hinzukommen dieses Jahr Freenet, 3,8% haben wir am Jahresanfang eingekauft, um die 17 Euro, die haben jetzt 1,65 ausgeschüttet in diesem Jahr mit dem Bonus, also fast 10% Dividendenrendite. In den letzten Wochen haben wir angefangen, hoch-tief zu kaufen, auch jetzt im Juli noch ein bisschen zugelegt. So Kurse 2, 3, 4, 60 Euro ist, glaube ich, ganz attraktiv. Sonst gibt es da keine großen Veränderungen. Aber wir sind transparent und haben Ihnen hier den vollen Einblick ins Portfolio mitgebracht. Was ist im ersten Halbjahr passiert? Wir haben etwas weniger Umsatzerlöse, aber dafür mit besserer Marge verkauft, also Bruttoergebnis gestiegen. Wir sehen hier auch das Thema, das ich vorher angesprochen habe, bezüglich Dividendenerträge. Wir haben hier schon 100.000 Euro ungefähr mehr. Also die Firmen schütten jetzt wieder aus. Wir kommen in Richtung unseres Ziels, die 400.000 werden wir dieses Jahr noch nicht schaffen. Aber es wird deutlich mehr als im Vorjahr. Die Kostenbasis unverändert und damit fließt das auch direkt ins Ergebnis. Das EBITDA mit 517.000 Euro ist jetzt gut 200.000 Euro höher als letztes Jahr. Dann kommen wir zum Ausblick, also Dividendenerträge werden deutlich höher erwartet, Beteiligungserträge erreichen wir wieder das Niveau vom letzten Jahr, Dienstleistungserlöse auf Vorjahresniveau, das ist ein bisschen konservativ ausgedrückt, ich wäre enttäuscht, wenn es nicht doch ein bisschen mehr würde, Zinsergebnis bei uns traditionell positiv und wir sehen jetzt, das ist ganz wichtig auch, wir haben ein Comeback der Value-Aktien. Die haben die letzten 5 Jahre sehr schlecht performt im Vergleich zu Wachstumsaktien. Aber mittlerweile ist es so, da ist einfach im Wachstumsbereich sind die Raten niedriger geworden, die Bewertungen sind immer noch sehr hoch. Value-Aktien profitieren vom Wirtschaftsaufschwung, vom Gewinnanstieg der Unternehmen und sind vergleichsweise immer noch recht günstig. Also ich gehe davon aus, das wird sich auch die nächsten 1, 2, 3 Jahre so fortsetzen und das kommt uns natürlich zugute. Gründe für ein Investment. Ja, wir beteiligen uns noch an produktiven Sachwerten. Es gibt wenig Sachwerte, wenn Sie an Immobilien denken oder an Anleihen, die noch produktiv sind. Wir setzen ganz konsequent Value Investing um. Wir sehen Kursschwankungen als Chance, tatsächlich nicht als Risiko. Wir nutzen Sie, Fresenius, eben solche Tipps nach unten, um einzusteigen. Und ich habe es vorher erwähnt, Dienstleistungsverträge gleichen die Verwaltungskosten nahezu aus. Und unser eigener Unternehmenswert, wenn man den NAV betrachtet, ist höher als der Börsenkurs. Also auch da eine gute Gelegenheit, mit Margin of Safety einzusteigen. Wo können Sie einsteigen? Wenn Sie Wert legen auf den Wertzuwachs im Portfolio, keine Ausschüttung brauchen, dann Value Holdings Aktie. Wenn Sie Wert legen auf stetige Dividendenerlöse, dann Value Holdings International. Die machen im Prinzip das Gleiche, haben auch ein deutsches Portfolio und noch zusätzlich ungefähr ein Drittel des Portfolios ist in Europa investiert. Wie zeigt sich das dann in der Aktie? Hier Value Holdings Aktie, über die Jahre den Zuwachs des NAV aufgetragen und der Börsenkurs folgt dem eigentlich recht stetig. Während Covid ist der Börsenkurs leider noch mal heftiger runtergegangen als der NAV, aber wir haben es gut aufgeholt, der Kurs kommt hinterher. Sie können im Moment, ich habe es gesagt, mit dem Discount einsteigen, wir sind so bei 15-17% ungefähr, mit Abschlag, wo die Aktie gerade an der Börse notiert. Und dann zur Value Holdings International Aktie ganz kurz. Hier steht die Dividendenerträge. Das ist unsere Ausschüttungshistorie. Wir wollen, wenn wir nicht gerade eine Kapitalerhöhung machen oder ansonsten die Erträge steigen, dann machen wir zumindest gleiche Dividende weiter oder in guten Jahren legen wir ein bisschen was drauf. Nicht aggressiv, es soll stetig sein. Wir haben da einige Stiftungen dabei, Single Family Offices, die brauchen jedes Jahr die Ausschüttung und deshalb diese Stetigkeit. Wir haben denen versprochen, dass wir mindestens immer irgendwo im Bereich zwischen 2 und 2,5% ausschütten wollen. Wenn dann die Jahresschlusskurse in Ticken runtergehen, wie unter Covid, dann wird die Rendite auch etwas höher. Ja, das waren so die wichtigsten Themen, die ich Ihnen näher bringen wollte. Price is what you pay, sagt Warren Buffett, value is what you get. Da legen wir selber auch Wert drauf.
Danke für die Aufmerksamkeit und vielleicht haben wir noch ein paar Minuten Zeit für Fragen. Uli, bitte. Ja, Georg, besten Dank für diesen wie immer sehr interessanten Vortrag. Jetzt habe ich irgendwie einen Recall irgendwie so ein bisschen, aber jetzt scheint es besser zu sein. Ja, Frage, die mir eigentlich auch auf der Zunge lag, ehrlich gesagt. Wir haben ja auch schon bei Herrn Dr. Michels heute Morgen erfahren, die EZB dringt auf Nachhaltigkeitskriterien, spielen denn ESG-Kriterien bei der Value Holding auch eine Rolle? Man sieht es ja einerseits auf der Renditeseite, aber auch zum Risikominimierung wird es ja auch eingesetzt. Welche Rolle spielt das bei dir? Das spielt tatsächlich bei uns eine Rolle, und zwar auch schon in der Vergangenheit. Du hast das Thema angesprochen, Risikovermeidung. Da können Themen ansonsten aufpoppen, die richtig teuer werden. Und das war tatsächlich auch schon in den letzten Jahren Gesprächsthema, um das aus Risikosicht schlicht und einfach abzupuffern, dass man da keine negativen Überraschungen erleben. Also wir sind kein lupenreines ESG-Portfolio. Wir waren in Heidelberg Zement investiert. Die sind zwar best in class, aber da kann man dann auch wieder diskutieren, reicht das schon, best in class zu sein? Oder ist die 37 schlechteste IT-Firma natürlich vom CO2-Ausstoß immer noch besser als der beste oder zweitbeste Zementwert? Da muss man so ein bisschen abwägen. Also wie gesagt, kein reines ESG-Portfolio, aber es gehört mit zu unserer Bewertung, um Risiken aus dem Portfolio zu nehmen. Wobei ich auch erst gelesen habe, dass es extrem wichtig ist, gerade wenn du Heidelberg Zement erwähnst, dass man nicht nur Unternehmen, die schon sehr nachhaltig ausgerichtet sind, unterstützt durch Investitionen, sondern gerade die, die versuchen, den Wandel mitzumachen und kein Windkraftrad hält ohne Betonsockel sozusagen. Also man braucht ihn auch weiterhin. Und insofern ist es auch ein sehr wichtiges Investment, auch in Richtung Zukunft der Nachhaltigkeit quasi. Dann ich glaube schon, dass man mit diesen Investments auch lenken kann, ein Gespräch, das man auch noch deutlich macht, indem man diejenigen, die sich bemühen, die schon weit sind, investiert und andere, denen das völlig egal ist, einfach außen vor lässt. Aber es gibt, wenn man so an die ESG-Index-Anbieter schaut, nach den Bewertungskriterien, die sind noch völlig gespalten. Da gibt es welche, die sagen, sowas fassen wir überhaupt nicht an, weil einfach der Ausstoß in absolut in Tonnen gerechnet zu hoch ist. Und andere, die sagen, ja, wir müssen das unterstützen, dass auch in dieser Branche eine Verbesserung erkennbar wird. So, dann habe ich noch eine Frage. Seit 2010 hat die Value Holding scheinbar deutlich schlechter als der MDAX, SDAX performt. Können Sie sich dazu äußern, was der Vorteil gegebenenfalls einem einfachen Nebenwerte-ETF ist? Also es ist tatsächlich so, dass wir Mühe hatten, mit MDAX und MESDAX mitzuhalten, deutlich schlechter, das mag ich jetzt mal in Abrede stellen, aber das rührt auch aus den letzten insbesondere 5, 6, 7 Jahren, wo Value-Werte insgesamt schlechter performt haben. Und beim MDAX kommt natürlich noch das Thema dazu, der MDAX war die letzten Jahre immer so eine Art Durchlauferhitzer Richtung DAX. Also die Unternehmen sind klein reingekommen, haben dann ihren Weg gemacht, sind natürlich dann auch durch Kapitalzuflüsse aufgepumpt worden und haben dann den Einstieg in den DAX geschafft. Und da haben sie dann oft schlechter performt. Also wenn man jetzt rein den DAX vergleichen würde mit Value Holdings, da sind wir natürlich deutlich besser über all die Zeit. Aber es ist tatsächlich so, ein MDAX oder ein SDAX-Zertifikat hätte ja auch die Performance gebracht. Da hat man Mühe. Ich gehe aber davon aus, das war in der Vergangenheit nicht immer so. Also wenn Sie die ersten 10 Jahre Value Holdings anschauen, da hat ja der SDAX gar nichts gemacht. 10 Jahre null Performance. Da waren wir deutlich, deutlich besser. Das mag auch wieder kommen. Ich bin jetzt wirklich der Hoffnung, wie ich vorher gesagt habe, nachdem der Bewertungsunterschied zwischen Wachstumswerten und Value-Werten immer noch so groß ist und die Wirtschaftsentwicklung, die Gewinnentwicklung jetzt aktuell für Value-Werte spricht, glaube ich, dass wir die nächsten mindestens 3 Jahre da wieder einiges aufholen können und im Schnitt deutlich besser sein müssen. Das zeigt sich auch im ersten Halbjahr jetzt 2022. Wir haben eine Performance, die liegt bei, je nach Portfolio, 22-29%, während der DAX irgendwie bei 12 liegt und der Eurostoxx bei 14.
Und juckt es einem dann manchmal in den Fingern, auch wenn man Value Holding heißt und die Wachstumswerte performen ohne Ende, dass man auch mal da sozusagen, ich will jetzt nicht sagen fremd geht, aber dass man sich auch mal ein, zwei, drei Titel da genauer anschaut. Ja, das ist aber nicht mal fremdgehen. Value Investor heißt ja nicht nur in stagnierende Firmen zu investieren. Im Gegenteil, die müssen auch wachsen, sonst verschwinden sie vom Markt. Was nicht passieren darf, ist, dass wir unseren Regeln, unseren Bewertungskriterien untreu bleiben. Und ich habe es ja vorhin bei der Aufzählung der Branchen angesprochen. Wir schauen Gesundheit an, wir schauen IT an, Technologie. Es ist halt sehr oft, sind die Firmen auch sehr teuer. Und ehrlich gesagt, es beißt sich schlicht und einfach mit Value Investing, wenn man 10-mal den Umsatz bezahlt und 30-mal EV/EBITDA. Wenn man da aber, ich sag mal, wenn Technologiebereich vernünftigerweise irgendwo im Bereich 10 bis 15-mal EV/EBITDA bewertet ist und da gibt es durch irgendeinen Anlass mal einen, der da auf 10 kommt oder in einstelligen Bereich sogar, dann ist das natürlich ein super Investment auch für einen Value Investor. Also sehe ich jetzt nicht das Fremdgehen an, sondern das kann dann tatsächlich eine gute Gelegenheit sein. Jetzt hast du ja dein Depot sehr offengelegt. Kennst du denn oder weißt du, gibt es Folger, portfoliomäßig, die sich da dein Depot in gewisser Hinsicht abkupfern? Da habe ich eigentlich nicht die Sorge. Ich meine, das Depot ist natürlich ein Auszug aus der Vergangenheit größtenteils. Wir haben keinen großen Depotumschlag. Wir drehen das vielleicht alle 5 Jahre einmal. Und ich habe es vorhin gesagt, es gibt gerade eben mal zwei Werte jetzt, die wir neu drin haben in diesem Jahr, mit Freenet und Hochtief. Und ich meine, wenn man zurückdenkt, Deutz, die historischen Einstandskurse, die wir da drin haben, da steht eine 4 vorne, und zwar im ganz unteren Bereich. Verhindert haben wir jetzt mit 17 gekauft, die stehen jetzt bei 19, 20, waren 22 Vorausschüttungen. Also ich glaube jetzt nicht, dass das groß Sinn macht, das abzukupfern. Es ist auch sehr viel Aufwand in der Bestimmung des Fair Value, also wo soll ich es denn einkaufen? Ich glaube, bequemer ist, wenn man dann an die Börse in München guckt, Max Sess, und sieht, die Value Holdings Aktie auf dem Kurszettel. Das vereinfacht vieles. Das ist doch ein hervorragendes Schlusswort. Gerne bei der Aktie direkt bedienen. Herr Georg, Herr Geiger, der hat uns sein Unternehmen bestens vorgestellt. Georg, ich wünsche dir alles Gute. Setzen wir weiterhin auf echte Value-Werte und sind gespannt, was du uns nächstes Jahr präsentieren wirst. Ja, herzlichen Dank nochmal. Vielleicht an alle, die zugehört haben, wenn Sie Rückfragen haben. Kurze Wege, E-Mail schreiben, anrufen. Wir stehen immer für Kommunikation zur Verfügung. Danke, alles Gute auch. Ciao. Danke dir. Ciao.